Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vor einiger Zeit hat mir eine Frau erzählt, dass sie 23 Jahre Blasenentzündung hatte und es nicht wegging. Und nach dem Gebet war es innerhalb von 2 Wochen weg. Und wir möchten dich heute einfach ermutigen, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, Gebetshilfe, egal für was für Nöte du hast, egal ob es Krankheit ist oder sonstige Dinge, wo du eine Lösung brauchst. Wir wollen dich ermutigen, einfach dran zu bleiben. Und mach dich eins heute mit uns im Gebet. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen, auch mit dem Thema Gebet, das einfache Gebet. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Das einfache Gebet. Ich kam eigentlich drauf, als mir vor kurzem jemand sagte, ihr betet so einfach und es passiert eigentlich so viel. Ja, ist nicht, dass wir irgendwo eine spezielle Methode haben oder das rote Telefon zum Himmel. Nein, ich glaube, es ist für jeden von uns wichtig, dass wir in einer Herzensbeziehung beten, dass eine Qualität im Gebet ist, nicht in Formulierung der Sätze oder der Worte oder was auch immer. Es ist ein einfaches Reden mit Gott und wir reden zu Gott, wie wir zu einem Freund reden und nicht irgendwas zu einem Wesen, das im Universum ist und so weiter. Nein, und ich sage dir, es ist wirklich so, dass du nicht mit deinen Gebeten Gott beeindrucken musst. Manchmal meint man, dass manche mit der Länge oder mit den Formulierungen oder den theologischen Aussagen Gott zeigen müssen, was er tun muss und was da ist. Und wir reden nicht zu einem Theologen, wir reden zu unserem lebendigen Gott. Und du musst auch nichts in deinem Leben schönreden. Du kannst auch mal ein Gebet beginnen und sagen, Gott, mir geht es heute richtig schlecht. Und das tun wir oftmals nicht, sondern tun erst alles, danke, dass es mir so gut geht, ist ja dann eigentlich eine Lüge. Ich sag dir, bete ganz ehrlich zu Gott und Gott erhört gerne ehrliche Gebete. Und ich danke dir, Herr, dass wir das wirklich auch tun dürfen, dass wir dir nichts vormachen können und auch nicht wollen. Und danke, Herr, dass du der bist, der Gebete hört und auch Gebete erhört. Danke, Herr. Amen. Und wir möchten wieder für Menschen beten, die uns geschrieben haben. Und mach dich einfach eins mit uns, wenn du auch solche Nöte hast. Und eine Frau hat ein Gebetsanliegen für sich und ihren Mann. Sie schreibt, mein Ehemann und ich wollen aufhören zu rauchen. Ich leide zyklusbedingt unter schrecklichen Stimmungsschwankungen und möchte davon befreit werden in Jesu Namen. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieses Ehepaar kennst, die von ihrer Sucht frei werden möchte. Danke, dass du auch ein Herr bist, der Süchte besiegt hat am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass diese Sucht einfach durchbrochen wird durch dein Blut. Danke, Jesus, dass sie frei sind von diesem Rauchen. Danke, dass du sie frei machst von all diesem Verlangen zu rauchen. Danke, Jesus. Und auch diese Frau berührst unter diesen Stimmungsschwankungen, die hormonell bedingt sind. Danke, Jesus, dass auch diese Hormone wieder sich einpendeln und dass diese Stimmungsschwankungen aufhören. Danke, Jesus, dass du eingreifst bei diesem Ehepaar. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetswunsch für die kleine Tochter, die Beschwerden hat. Bitte betet für meine kleine Tochter. Sie hat gesundheitliche Probleme. Sie hat oft Kopfschmerzen und ihr ist schwindlig. Betet bitte, dass sie gesund wird und die Beschwerden verschwinden. Vielen Dank. Und Jesus, du kennst auch diese kleine Tochter. Und egal wie alt sie ist, aber du kannst sie berühren. Ich danke dir, dass diese Kopfschmerzen und dieser Schwindel aufhören. Und Jesus, du weißt die Ursache. Und ich danke dir, dass du diese Ursache beseitigst. Danke, dass Gesundheit ist über dieser kleinen Tochter, dass wir Gesundheit ausrufen dürfen und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet.
Und ein Ehepaar braucht Gebet. Sie schreiben, liebes Gebetsteam, mein Ehemann leidet immer wieder an starken Rückenschmerzen und kann sich deshalb nicht wie erforderlich um unsere schriftlichen Angelegenheiten kümmern. Durch meine psychische Erkrankung bin ich mit unseren finanziellen und steuerlichen Angelegenheiten total überfordert. Bitte betet, dass Jesus Ordnung in diese Dinge bringt und Lösungen schafft und dass mein Ehemann und ich wieder gesund werden. Danke und Gott segne euch. Danke, Herr. Genau das, Herr. Danke, Herr. Komme du in diese Situation hinein, Herr. Herr, berühre du diesen Mann, heile ihn, aber auch die psychischen Probleme und all das, was das hinten nachzieht. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, komme mit deiner göttlichen Normalität in diese Ehe, in diese Beziehung hinein. Und Herr, dass auch der Alltag funktioniert und dass all das gemacht werden kann, was gemacht werden muss. Danke, Herr, dass du der Löser bist, der Heiler bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann hat Probleme mit Arthrose und bittet um Gebet. Hallo, liebes Gebetsteam. Ich habe Arthrose in den Knien und in den Handgelenken. Bitte betet für mich, dass ich keine Prothesen eingesetzt bekommen muss. Ich hoffe auf Heilung durch den Herrn Jesus. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr, dass wir auch, Herr, für diesen Menschen zu dir kommen dürfen. Herr, danke, Herr, dass du der Heiler bist, auch für Arthrose. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass Herr, das ganze Entzündete, Herr, das alles, was wehtut, Herr, dass es verschwindet, Herr, dass wieder richtig, richtig gute Gelenke funktionieren. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und wir freuen uns wieder, Zeugnisse hören zu dürfen. Und eine Frau war bei der Gebetsnacht und schreibt Folgendes. Isolde hat bei der Gebetsnacht für die Heilung meiner Augen gebetet. Beim letzten Augenarzttermin hat sich nun ergeben, dass sich der Augeninnendruck endlich reduziert hat. Wie schön. Das freut uns doch sehr. Und auf WhatsApp erreichte uns dieses Zeugnis. Bei der Magenspiegelung wurde nicht wie befürchtet diese gefährlichen Helicobacter-Bakterien gefunden. Keine Gastritis, sondern eine leichte Insuffizienz der Schleimhaut. Bin überzeugt, dass Gott den Rest noch wirkt. Vielen Dank für eure Gebete. Ja, und das, was Gott begonnen hat, das führt er auch zu Ende. Frei von Suchtkrankheit, ein berührendes Zeugnis. Über Bibel TV sah ich vor knapp 6 Jahren euren Gottesdienst, bestellte mir das Buch Du bist wertvoll und machte einen Vertrag mit Jesus. Ein paar Wochen später warf ich diesen in den Müll. Ich war in einer Klinik zur Behandlung und trank noch 6 Monate Alkohol. Ihre Predigten trafen mich so, aber es ist die blanke Wahrheit. Danach konnte ich mit Jesus und den anonymen Alkoholikern den Alkohol und jetzt vor 10 Monaten die Zigaretten sein lassen. Mein psychischer Zustand hat sich rapide verbessert. Als Kind war ich in der Jungschar und Jesus hat dort auf mich gewartet. Der Alkohol ließ mich eine 35-jährige Pause machen, um nun wieder in den Armen Jesu zu ruhen. Ein Wunder wurde an mir offenbar. Vielen Dank für das Buch. Den Vertrag habe ich zwar weggeworfen, für Jesus ist er für die Ewigkeit bindend. Wie wunderbar, wenn man mit Jesus einen Vertrag schließt. Und was für eine Wendung in diesem Leben. Für Gott ist nichts unmöglich, wie auch folgende Geschichte zeigt. Ich habe heute meine Zwillingstochter gesehen und traute fast meinen Augen nicht. 20 Kilo abgenommen, ohne besonderes Zutun in 9 Monaten. Und mein Gebet war ein optimales Gewicht für meine Zwillinge. Jesus ist der Beste. Danke für die Gebete. Ja, wie schön. Ja, ist das nicht wieder eine Vielfalt, was Gott alles getan hat? Hat er auch bei dir was getan? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, wir hatten es von einem ganz einfachen Gebet.
tu doch einfach mal die Hände fallen, schließ die Augen und bete mal ein ganz einfaches Gebet. Wenn du sagst, ja, mache ich schon immer, ist ja alles gut, dann mach es weiterhin so. Aber bete mal ein Gebet, das richtig von Herzen kommt, das wirklich deine Gefühle, die du gerade fühlst, auch an Gott weitergibt. Und wie gesagt, du darfst da richtig ehrlich sein. Gott erhört Gebet. Und schick uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, heute auch wieder unser neues Magazin ist da. Schau mal rein, geh einfach auf die Webseite und lass es dir kostenlos zusenden. Wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.